Sie hören den Kurier. Wir wollen nicht, dass du dich änderst, sondern so bleibst, wie du bist. Mit ein bisschen mehr Energiesparmodus. Gib bei der Mission 11 volle Power fürs Energiesparen. Dreh ruhig richtig auf, aber dreh die Heizung um 2 Grad runter. Sei ein Warmduscher, aber mach's kurz. Beende die Eiszeit und lass dein Gefrierfach nur so dahinschmelzen. Gemeinsam sparen wir 11% Energie mit der Mission 11. Wie das geht, erfährst du unter Mission 11.at. Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Wir leben mit der Pandemie jetzt schon seit längerem. Es ist der dritte Winter, in den wir gehen, und es gibt einen Variantenmanagementplan, der ganz genau vorhersieht, wann welche Maßnahmen zu treffen sind. Wir haben mittlerweile eine sehr gut wirksame vierte Impfung, und es war immer klar, das hat Gesundheitsminister Johannes Rauch, aber auch Bundeskanzler Nehammer bereits im Frühjahr gesagt, es werden jetzt als erstes die Masken da abgeschafft. Und sie werden dann als erstes wieder kommen, und genau das ist zu erwarten. Das ist alles ganz genau so wie prognostiziert und im Plan. Und diese Spekulationen, dass das mit der Wahl irgendwas zu tun hätte, die halte ich für nicht hilfreich. Alle Jahre wieder kommt zu Weihnachten das Christkind und im Herbst die Maske zurück. Meist nach einer Wahl, damit das Wahlvolk nicht vor dem Urnengang abgeschreckt wird. Auch wenn die grüne Clubobfrau Sigrid Maurer beteuert hat, dass das natürlich nichts miteinander zu tun habe. Geht es nach den Gesundheitsexperten, wäre das Wiedereinführen der Maske eigentlich schon überfällig. Hat Gesundheitsminister Johannes Rauch also wertvolle Zeit verstreichen lassen? Werden wir die Masken eigentlich nie mehr los? Und wo soll die Maskenpflicht eigentlich überall gelten? Fragen, die uns heute der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter beantworten wird. Und ich werde ihn auch gleich fragen, wie oft man eine Maske wechseln sollte. Denn Hand aufs Herz, ich wette, viele von euch haben sich schon mal beim Gedanken ertappt, na, die Maske trage ich eigentlich schon ein bisschen zu lange. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. In der Welt sind wir auf Platz 4, in Europa sind wir auf Platz 1, knapp vor Liechtenstein und Slowenien. Österreich ist also wieder wer, leider nur bei den Corona-Inzidenzen und nicht im Fußball etwa. Auch wenn man dazu sagen muss, dass es beim Testen bei den Ländern immer wieder große Unterschiede gibt, kann man schon feststellen, dass sich bei uns wieder eine große Welle aufbaut. Das sieht man auch in den Spitälern, wo zwar die Zahlen bei den Intensivstationen noch eher niedrig sind, dafür aber die Zahl der Menschen auf den Normalstationen in den letzten 2 Wochen stark gestiegen ist. 2550 Menschen liegen mit Corona im Krankenhaus, 130 davon in der Intensivstation. Das deutet auch darauf hin, dass sich weniger Österreicher testen lassen und die Dunkelziffer hoch ist. Die wirklichen Zahlen sind wahrscheinlich 2 bis 3 Mal so hoch, hat heute der Virologe Norbert Nowotny erklärt. Die Masken werden wohl als erstes wieder zurückkehren, aber die Frage ist, wo überall wird es Maskenpflicht geben? In den Öffis, in den Apotheken oder im Supermarkt? Der Lebensmittelhandel hat jedenfalls wenig Freude damit. Wir haben absolut kein Verständnis für einen neuerlichen Maskenzwang beim täglichen Einkauf, denn die Branche war nie ein Treiber des Infektionsgeschehens. Hier besteht kein erhöhtes Ansteckungsrisiko, weil die Verweildauer gering ist und es auch keinen engen Kontakt zwischen den Kunden gibt, hat heute Christian Braucher, Sprecher der Lebensmittelhändler, erklärt. Er ist wohl noch nie beim Hofer in einer Schlange vor der Kasse gestanden. Braucher warnt aber davor, dass jetzt viele Mitarbeiter, die wieder täglich Maske tragen müssten, kündigen könnten und in andere Branchen wechseln, wo es eben keine Maskenpflicht gibt. Sieht man sich allerdings die Zahl der 15.000 Neuinfektionen pro Tag an, die es im Schnitt in der letzten Woche gab, dann muss man schon sagen, dass man nicht so lange weiter warten kann. Doch wie streng sollte man die Maskenpflicht jetzt auslegen? Dazu begrüße ich jetzt den Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien. Herr Hutter, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Herr Hutter, die grüne Clubobfrau Sigi Maurer hat nach der Wahl überrascht mit dem Sager, dass jetzt die Maskenpflicht komme. Der Gesundheitsminister von der gleichen Partei, Johannes Rauch, hat gemeint, er möchte noch ein wenig zuwarten. Aber so oder so kommt die Maskenpflicht, wenn sie dann irgendwann mal kommt, nicht dann zu spät? Ja, aus meiner Sicht ist allerhöchste Eisenbahn. Und ich verstehe nicht, dass man hier noch zögert. Aus unserer Sicht war das ganz klar, dass es zu so einem deutlichen Anstieg kommt, der ist ja wirklich jetzt sehr steil. Das war bekannt und das schon vor Wochen. Und ich, aber auch einige meiner Kolleginnen und Kollegen fragen uns, worauf hier noch gewartet wird. Also ich sage mal, epidemiologisch
beziehungsweise medizinisch ist es nicht nachvollziehbar. Es mag politische Gründe haben, aber medizinisch nicht nachvollziehbar, warum man noch zuwartet, wenn sich jetzt die Spitäler füllen. Immerhin haben wir jetzt einen deutlichen Anstieg mit einer sehr doch größeren Belastung. Wo überall soll denn die Maskenpflicht kommen? Wir hatten die Maskenpflicht ja dann teilweise in den Supermärkten oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Reicht das dann aus oder muss jetzt wieder überall kommen? Naja, also ich möchte schon vorausschicken, dass das eine Säule ist von bestimmten begleitenden Maßnahmen. Immer nur auf die Masken zurückzugehen, das ist ja nett und gut, aber es geht auch darum, dass man eine bessere Übersicht bekommt, einmal über diese Epidemie. Und das heißt nicht, dass sich jeder testen lassen muss, das ist keine Frage, aber man braucht irgendwie eine Teststrategie, die darüber hinausgeht, dass man eben all jene auffordert, die sich halt krank fühlen oder bestimmte Symptome haben. Das ist aus meiner Sicht zu wenig, weil man hat hier tatsächlich die Übersicht verloren. Also es geht schon mal um diese Säule und die zweite Säule, auch die darf man außer Acht lassen. Es geht halt auch um die Impfung, da speziell um die Grundimmunisierung von eher jüngeren Altersgruppen. Denn wenn da jetzt auch ein Schritt nach vor gegangen wird, dann haben wir insgesamt weniger Probleme. Die anderen sogenannten nicht-pharmazeutischen, pharmakologischen Maßnahmen, ja, da gehört der Abstand genauso her wie Händewaschen oder auch ein Mund-Nasen-Schutz respektive FP2-Maske. Und da ist es, glaube ich, nicht überraschend, wenn man hier sagt, ne, überall dort, wo man dann mit vielen Leuten zusammensteht und diesen Meterabstand oder 1,5 Meter nicht mehr einnehmen kann, na, da sollte man schon eine gewisse Barriere mit sich tragen. Und das ist halt die FP2-Maske. Und da, denke ich, ist es wesentlich in Öffis. In Wien brauche ich das nicht erklären, weil das ist sowieso die ganze Zeit. Aber ich denke, homogen über Österreich wäre das schon eine sehr gute Idee. Warum man es abgeschaffen hat, ja, sei dahingestellt. Jetzt diese Einführung stellt wieder die Frage, warum, wieso, weshalb und wo. Wenn wir das nicht in dieser Art und Weise getan hätten, wäre es jetzt einfacher, sage ich. Aber egal, also dort auf alle Fälle. Und natürlich auch dort, wo Menschen hingehen müssen, ob sie wollen oder nicht. Und das sind natürlich dann auch entsprechende Geschäfte des täglichen Bedarfs und so weiter. Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, man hätte die Maskenpflicht nicht aussetzen sollen. Vor allem, weil es schwer ist, die Menschen immer wieder aufs Neue sozusagen anzulernen, dass man jetzt wieder die Maske tragen muss. Ja, ich denke schon, dass gewisse Verhaltensänderungen oder ein An- und Aufschalten von bestimmten, sage ich jetzt wirklich Verhaltensmaßnahmen oder Dinge, die man halt im Alltag macht, dass sich da nie ein Automatismus einstellt. Also ganz ehrlich, wenn Sie sich überlegen, denken Sie dauernd in der frühen Nacht, dass Sie das Zähneputzen gehen, dass Sie gehen hin und tun Zähneputzen am Abend hoffentlich auch. Das ist halt so. Genauso wie man links und rechts schaut, wenn man über eine Straße geht. Auch da überlege ich nicht, jetzt gehe ich zur Straße und jetzt muss ich links und rechts schauen, sondern es ist ein Automatismus. Das ist relativ einfach. Und das ist halt nie, hat nie funktioniert. Im Gegenteil, dieses An- und Abschalten hat für Verwirrung gesorgt. Ich habe gesagt, warum machen Sie das? Warum nicht dort? Warum ist es in Wien? Man kann das zwar alles erklären, aber es ist letztendlich dann bei der Bevölkerung nicht wirklich angekommen. Jetzt sagt man, man wird es wieder einführen, so wie wir es gesagt haben. Und ja, man wird es einführen, wann, wie, wo. Es ist wiederum, wie wenn es nie da gewesen wäre. Und wenn man sich auch ein paar so, ich sage jetzt mal, Meinungen anhört, dann wird das schon wieder als Zumutung hochstilisiert. Das hätte man uns ersparen können. Aber sagen Sie dann auch, dass wir die Masken jetzt bildlich gesagt nie loswerden und wir jedes Jahr oder weiter die Maskenpflicht brauchen bis an unser Lebensende? Nein, das denke ich überhaupt nicht. Nein, warum? Man darf ja nicht vergessen, es wird vielleicht einige geben, die werden das halt dann in der Grippezeit oder in der kälteren Jahreszeit, wo bestimmte Vorerkrankungen vorliegen, wo man sagt, ich bin zwar geimpft, aber ich will mir nichts holen. Das wird es geben. Dass es so jetzt auch eine gewisse Strategie gibt wie jetzt, wo wir mit dem leider noch nicht fertig sind, auch mit der Letzte, der das länger haben möchte. Keiner will es von uns, denke ich. Wird man es eben noch haben? Aber klar hat das ein Ablaufdatum. Warum nicht? Nur das ist leider aufgrund der Entwicklung und aufgrund dieses Virus und der Entwicklung noch nicht wirklich gegeben. Und noch einmal, Achtung, es ist ja nicht dauernd und immer, so wie meine Kolleginnen und Kollegen im Spital, die haben es dauernd und immer und die werden auch stärker gefordert. Also dort hat keiner Mitleid mit den Menschen, dass sie jetzt noch einmal entsprechend aufrüsten müssen, die entsprechenden Stationen, dass sie wieder belastet werden. Darüber redet man nicht sehr gern, man redet nur gerne darüber, dass man 5 Minuten im Supermarkt das nicht aushält.
Also da sehe ich schon noch ein bisschen auch die Verpflichtung, an andere Gruppen zu denken. Zu den Spitälern würde ich gerne noch kommen. Eines noch zu den Masken. Da hat auf Twitter ein Mediziner für Aufsehen gesorgt, der gemeint hat, man kann Infektionen auch reduzieren mit Mundspülungen und Nasenspray, zumindest im klinischen Bereich. Hat er recht? Also können wir, wenn wir Nasensprays verwenden und Mundspülungen, dass wir hier das Risiko reduzieren? Jedes Risiko nicht. Es gibt überhaupt keine Maßnahme, wo wir wissen, dass es das Infektionsrisiko null ist. Aber, und das ist wesentlich, dass Spülungen einen Effekt haben. Überhaupt keine Frage. Macht das selber. Aus diversen anderen Gründen, weil man die Schleimhäute gerade im Winter pflegt, wenn es so trockene Luft gibt und so fort. Ja, man kann das machen. Es werden Partikel nach außen befördert, auch wenn es ein Virus oder ein Krankheitserreger gibt, der sich vielleicht noch nicht so festhält, dann wird der rausgespült. Ja. Das ist eine weitere Säule, wie man sich selber schützen kann und letztendlich, wenn man nicht infektiös, auch andere. Aber dass die eine die andere jetzt komplett ersetzt, so sehe ich das nicht. Es ist, wie gesagt, ein Bündel an Maßnahmen, da gehören viele Dinge dazu und denke, dass das im Alltag plus minus sehr einfach zu integrieren ist. Es ist nach wie vor so, dass wir heute halt ein Problem damit haben und dass man nicht alleine dasteht, sondern es sind halt mehrere, die sich nicht schützen können, und wo wir als Gesellschaft halt noch zusammenhalten. Also noch einmal, es ist nicht überall, dass eine Maske auf einmal zu tragen ist. Es gibt bestimmte Bereiche, da wird es notwendig sein, aus meiner Sicht. Und das ist auch eine begrenzte Zeit, denn eines ist klar, das, was ich am nächsten will, und ich bin auch damals sehr skeptisch gewesen, wenn Sie jetzt dann den letzten Winter hernehmen, dass ein Lockdown jetzt das Gelbe vom Ei ist. Es geht darum, das zu vermeiden. Mhm. Es geht darum, zu vermeiden, dass unsere Gesellschaft so durcheinander kommt, dass auf einmal Kindergärten, Pädagoginnen und Pädagogen ausfallen, dass man sich was überlegen muss mit den Kindern, dass es verschiedene Betriebe gibt, die nicht wissen, wo sie dann, weil eben einige krank sind, nicht so weit, dass sie im Spital sind, aber dass sie zu Hause sind und eben nicht arbeiten können, wie man dort den Betrieb schafft. Mhm. Also es geht um diese Dinge, es geht nicht nur um schwere Erkrankungen, ja, um die geht es auch, aber nicht nur. Man muss auch das gesellschaftliche Leben im Fokus haben. Ja, bevor wir noch zu den schweren Erkrankungen kommen, eine Frage noch zu den Regeln. Da hat es doch auch skurrile Regeln gegeben, nämlich dass die Maske an der Grenze eines Bundeslandes dann im Zug abgesetzt worden ist, weil es ja nicht mehr gegolten hat, ja, die Maskenpflicht dort. Also brauchen wir da eine Nationalregel, weil es ist ja einigermaßen skurril. Überhaupt keine Frage. Sie haben schon gesagt, es ist skurril. Man macht sich dann auch teilweise darüber lustig. Hier braucht es bei gewissen grundlegenden Dingen braucht es eine homogene, eine einheitliche Regelung. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt auch zu den Spitälern. Also was wir sehen, sind, dass die Spitalszahlen ja relativ hoch sind, auch natürlich viele neue Fälle. Das deutet ja auch darauf hin, Sie haben schon angesprochen, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich weit höher ist. Warum sind denn jetzt so vergleichsweise wenige Menschen auf den Intensivstationen? Oder kommt das noch? Ja, das hat aus meiner Sicht das ist einen gewissen Anstieg hat es gegeben, aber Sie dürfen nicht vergessen und deswegen sage ich, es ist ein Ende mit Schrecken, von dem wir da reden, weil Sie mich auch auf die Masken angesprochen haben. Es ist ja, hat sich ja vieles getan. Wir stehen ja nicht so da wie im ersten Winter. Wir haben eine Impfung, wir haben deutlich mehr therapeutische Medikamente zur Verfügung und das zeigt sich auch, wenn man die Protokolle anschaut, dass eben Gott sei Dank es vergleichsweise weniger gibt, die auf die Intensivstation kommen. Von da hat sich dieses Problem verlagert in die allgemeinen Abteilungen, wenn man so sagen, auf die Normalstationen. Ja. Aber dort gibt es eben auch eine Belastung. Wir wollen ja nicht, dass, also zumindest ich will das nicht, selbst wenn man jetzt nicht Corona hat, dass eine Operation verschoben wird. Also stellen Sie sich vor, Sie haben irgendeinen Sehnenriss oder eine andere, ein Operativer, wo Sie dann eine Woche einmal warten und es tut sich nichts. Das wollen Sie nicht. Und wenn man eine schwere Erkrankung hat, schon gar nicht. Also von daher braucht es auch klar ein Verständnis, dass es nicht nur geht um Patienten, die eben jetzt diese Infektion, Krankheit haben, sondern um andere auch, ja, denen gewisse Service nicht so gegeben wird und geleistet wird, wie wir das von unserem wirklich tollen Gesundheitssystem erwarten. Wir haben ja einen hohen Anspruch und das ist dann nicht mehr möglich. Ja, und die Frage ist halt auch das, ob wir nicht langsam riskieren, dass das gesamte Gesundheitssystem nahezu ausbrennt. Es haben jetzt schon sehr viele Pflegekräfte den Job verlassen. Es kommen halt neue Pflegekräfte nach, die erst da eingeschult werden müssen. Wenn das jetzt über Jahre so weitergeht, dass wir immer so hohe Spitalszahlen haben, irgendwann mal bricht das System doch dann zusammen, oder? Sie haben vollkommen recht. Es braucht auch eine Verantwortung für die Zukunft, dass wenn die Pflege und alle, die in einem Krankenhaus, in Gesundheitseinrichtungen arbeiten, nicht mehr wollen und andere vielleicht sich überlegen, mein Gott, das ist ja so stressig und so belastend, da fange ich gar nicht an, das zu lernen, dass wir auch
in der Zukunft, und noch einmal, es war nicht so vor der Epidemie, Pandemie, dass wir gesagt haben, wir haben genügend Menschen, die jetzt hier auch in der Pflege arbeiten. So ist es nicht. Wir dürfen nicht auch das aus den Augen verlieren, was Sie gesagt haben, dass es auch für die Zukunft ganz wesentlich ist, dass man hier die Menschen nicht unter Anführungszeichen so belastet, dass die alle gehen und wir dann eben entsprechend zu wenig Personal haben. Weil es geht nicht nur um die Betten, sondern es geht prinzipiell auch um die Menschen, die diese Betten betreuen, beziehungsweise die Patientinnen und Patienten. Ja, das wird, glaube ich, völlig unterschätzt, auch von jenen, die dann vor Spitälern stehen, Oberösterreich, wie es war, und demonstrieren, dass sich da die Menschen für Impfung einsetzen. Das versteht man dann wirklich nicht mehr, wenn man da drin arbeitet und alle Hände voll zu tun hat. Sie haben die Impfung jetzt gerade schon angesprochen. Das Virus mutiert weiter und weiter. Man ist mit den Impfstoffen immer ein bisschen hinten nach. Und man sieht, dass wir heuer fast ein wenig zu spät gekommen sind mit den angepassten Impfstoffen, obwohl der ganz schnell entwickelt wurde. Wird das weiterhin so sein, dass wir immer einen Schritt hinten nach sind mit den Impfstoffen? Das wird definitiv so sein, weil das Virus erstens enorm mutationsfreudig ist, das ist so, und man automatisch erst darauf warten muss, welche Mutation es da gibt, auf die man es auch einstellt. Und nochmal, es klingt ja für uns beide jetzt simpel, na, dann tun wir es einstellen, aber das ist ja ein hochspezifischer Prozess. Und da geht es ja nicht nur darum, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einmal das Serum, sondern es geht auch darum, dass man das in den Quanten schnell produzieren muss, sodass man es auch verteilen kann weltweit. Also du hast auf der einen Seite einmal ein ganz klares technologisches Herausforderung, wie man das macht, und dann auch ein logistisches. Also dass das eh so schnell gegangen ist, ist ein Wunder, das muss man auch sagen. So schnell ist das ist ja fast nicht zu erwarten gewesen. Und wenn man das im Auge hat, dann wird das, und das, auf das warten wir alles, einmal so sein, wie halt beim Grippeimpfstoff, den man dann letztendlich, so wie bei der Grippe, einmal im Jahr, so ist der Wunsch, dass man das halt dann macht. Und damit ist es Routine und es wird uns immer mehr diese Diskussion benötigen, damit man darüber hinwegkommt. Das heißt, ein angepasster Impfstoff, der jedes Jahr saisonal ein bisschen weiterentwickelt wird. Ja, genau. Ich würde zum Abschluss gerne noch die Chance nutzen und nochmal vielleicht ein paar so Fragen stellen für Leute, die mit Infizierten in einem Haushalt leben, dann die Maske tragen. Wie ist das denn, wenn man jetzt einen Infizierten im eigenen Haushalt hat, der sollte sich absondern, muss da dann immer Maske getragen werden von allen Familienmitgliedern oder nicht? Also schauen Sie, es ist abhängig, wie die Familie zusammengesetzt ist. Ist es überhaupt möglich, räumlich? Ich meine, man kann immer davon ausgehen, dass man in einer Dachterrassenwohnung mit 200 Quadratmeter wohnt und man lebt zu dritt. Dann ist es vielleicht möglich. Aber ganz ehrlich, so ist es nicht. Die Realität zeigt, dass man auf engem Raum wohnt. Punkt. Mit Kindern. Jetzt nur mit der Maske ist ja schön, natürlich ist es am einfachsten, aber so spielt es einfach nicht. Das ist nicht sehr einfach zu organisieren und das Durchhalten, das stelle ich einmal außer Frage. Ich denke, wesentlich ist es in Haushalten, wo man ganz klar weiß, da wohnt vielleicht die Oma oder vielleicht jemand, der nicht einmal alt ist, aber der ein tatsächlich hohes Risiko hat. Vielleicht Diabetes und noch etwas Zweites, kann ja sein. Also da würde man schon versuchen, dass zumindest die Person möglichst schaut, dass man hier die Maßnahmen, die man kennt, dass man eben auch zwischendurch lüftet, dass man versucht, jetzt gewisse Kontakte über diese kurze Zeit zu vermeiden, das würde ich schon empfehlen. Aber man muss sie nach der Decke strecken. Es ist völlig illusorisch, dass man sagt, da muss jetzt jeder in einem eigenen Zimmer, man trifft sich nur mehr zum Essen, wenn überhaupt. Also das sehe ich eigentlich, das muss man einfach so lösen, wie man das für sich und die speziellen Situationen noch irgendwie möglich macht. Ja, da ist schon wesentlich, dass man das nicht nach außen trägt und dann nicht nur irgendwo herumgeht und sagt, es ist uns eh wurscht, und das noch weiter spreadet. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Aber da muss jede Familie möglichst schauen, wie man hier eine gute Lösung findet. Nicht zuletzt auch eben schaut, dass man eben wirklich die Grundimmunisierung hat und eben entsprechend vielleicht bei einer oder anderen Person schon die erste Auffrischung. Und noch eine Frage zu den Masken selber. Wir kennen sie ja auch alle in allen verschiedenen Farben. Aber wie lange kann man so eine Maske eigentlich tragen? Denn ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mich so umschaue, dass manche Leute die Maske schon sehr lange mit sich herumtragen. Ja, das ist, na gut, das ist so, wie wenn Sie mich fragen, wie lange soll man Unterhose tragen? Letztendlich gibt es da auch Untersuchungen, die zeigen, da gibt es welche, die tragen es halt eine ganze Woche. Ja, es würde eher so sein, dass man das nicht so macht. Oder auch das Duschverhalten. Es sind halt gewisse Hygienebedürfnisse da bei den einen und beim anderen.
Es geht darum, dass man natürlich die regelmäßig auswechselt, in Abhängigkeit, wie lange ich auch diese benutze. Also ganz ehrlich, man muss nicht jeden Tag eine haben, wenn ich maximal, da ist 5 Minuten zum Beispiel in Wien mit einem Öffi vor, oder 10 Minuten. Da muss ich nicht jeden Tag eine haben. Aber wenn ich einmal jetzt zum Beispiel 4 bis 5 oder 6 Stunden diese trage durchgehend, dann wäre ein Wechseln sicherlich sinnvoll. Das können wir in Österreich, weil wir auch eine gute Versorgung haben mit der FP2-Maske. In anderen Ländern geht das ja gar nicht. Also ich denke, das ist jetzt mittlerweile eh klar für viele, auch wenn sie sagen, ja gut, das kaufe ich mir keine. Aber noch einmal, besser eine Maske, wie auch immer die ist, dass man die korrekt auch tatsächlich trägt, als gar keine. Mhm. Masken haben wir zumindest eben in Österreich genug. Herr Hutter, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alles Gute. Ja, und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Russland hat am Dienstag wieder Raketen auf die Ukraine geschossen. Auch iranische Kampfdrohnen sind wieder zum Einsatz gekommen. Saporischschja im Süden der Ukraine soll von Dutzenden Raketen getroffen worden sein. Auch in der Umgebung der Hauptstadt Kiew habe es Explosionen gegeben. Die Luftabwehr sei zum Einsatz gekommen, hat das ukrainische Verteidigungsministerium heute gemeldet. Zwei andere Länder haben sich hingegen bei einem Konflikt geeinigt. Jahrelang haben der Libanon und Israel um die Grenzziehung im Mittelmeer gestritten. Es ging dabei vor allem um die dortigen Gasfelder. Jetzt ist der Streit beigelegt. Israel könnte damit für die EU als Gaslieferant an Bedeutung gewinnen. Auch der Libanon will jetzt die Gasfelder erschließen. Bis libanesisches Gas fließt, wird es aber noch einige Jahre dauern. Für heute war es das von mir. Noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.